Wieso reden wir über dieses Thema? Da wird bestimmt wieder der ein oder andere ganz schlaue Islamexperte und Dawa-Experte kommen und sagen, ja, warum redet man über diese Themen? Oh, ja, das gibt doch Probleme. Da, man sollte doch, nee, in der Dawa sollte man doch mit Tauhid anfangen und so weiter und so fort. Erstmal, ich sage, mit Tauhid anfangen in der Dawa ist falsch. Sondern man sollte mit Tauhid anfangen, weitermachen und aufhören. Ja. Dann gibt es Leute, weil dann die Leute sagen dir, der Prophet hat 10 Jahre zum Tauhid gerufen. Glaub mir, der ist so verbreitet, der hat nicht 10 Jahre zum Tauhid gerufen. Der hat 23 Jahre zum Tauhid gerufen. Viele Einzelheiten vom Tauhid, die kamen ganz in der letzten Zeit. Wir reden über dieses Thema, erstens, weil es ein wichtiger und markanter Punkt zur mekkanischen Phase ist. Ein Unterscheidungspunkt, ein wichtiger und markanter Unterscheidungspunkt zur mekkanischen Phase, wo dem Propheten a.s. befohlen wurde und den Sahaben Kufu Aydiakum. Das heißt, dass sie ihre Hände zurückhalten sollen. Sie sollen nicht kämpfen, das heißt, sie sollen Sabr haben im Sinne von, dass sie nicht zurückschlagen und es ertragen. Nicht Sabr im Sinne, wie das heute einige vermittelt wurden, Sabr im Sinne von nichts tun. Wir haben Sabr. Nee, das ist nicht Sabr. Das ist Angst. Jubben ist das, Feigheit. Ist das so. Nicht Jubenkäse, sondern Jubenfeigheit. So, dann die nächste Sache, weil Dschihad eine wichtige gottesdienstliche Tat ist. Dschihad ist eine wichtige gottesdienstliche Tat im Islam. Und wir sollten lernen, nicht solche Themen zu fürchten, sondern zu lernen, wie wir mit Menschen darüber argumentieren. Ich will hier mal, ich habe hier ein Buch, das heißt Dalil al-Talib. Ja, das ist der Metin von Manau Sabil. Manau Sabil ist ein ganz wichtiges Buch im Hanbali-Madhab. Ja? Dalil al-Talib, das ist ein Metin, ein Textbuch, ein Kurzsatztextbuch im Hanbali-Madhab. Das heißt, wer den Hanbali-Madhab studiert, der lernt zum Beispiel dieses Buch. Das ist ein kurzes Buch. Manche lernen das sogar auswendig. Ja? Zum Beispiel der Abdurrahman Sa'adi, der Sheikh von Sheikh Uthaymin, der hat dieses Buch auswendig gelernt. Das erwähnt Sheikh Uthaymin in Sharh Zad al-Mustaqna. Und du siehst zum Beispiel hier in dem Buch, ja, das fängt an mit Kitab al-Tahara. Ein ganz normales Fiqh-Buch. Kitab al-Tahara, damit fangen die Bücher, die Fiqh-Bücher normalerweise an. Dann Kitab al-Salah. Dann Kitab al-Janais. Dann Kitab al-Zakat. Kitab al-Siyam. Dann Kitab al-I'tikaf. Dann Kitab al-Hajj. Und danach kommt Kitab al-Jihad. Das ist ein ganz normales islamisches Thema. Und hier ist auch das Problem, weil gerade unter Nichtmuslimen ist das ein Reizthema, was oft dargestellt wird. Und deswegen müssen wir dieses Konzept zurechtdrücken. Man versucht den Islam damit in Verruf zu bringen oder kaputt zu machen. Ja? Aber das ist kein. Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Das ist ein Reizthema, womit man versucht, den Islam anzugreifen. Deswegen müssen wir einfach lernen, wie argumentieren wir hier. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns an erster Stelle, natürlich ist es ein langes Thema, guck mal, über Dschihad, wie gesagt, das ist ein Thema in Fiqh, man könnte darüber, oder über die ganzen Geschichten im Dschihad, man könnte darüber, weiß ich nicht, 50 Durus machen. Ja, es ist wirklich so, man könnte darüber 50 Unterrichte machen, wenn man die ganzen Phasen erklärt und so weiter. Ich möchte heute nur über den Anfang des Dschihad aus historischer Sicht reden, damit man auch versteht, was dahinter steckt. Ja? Ja, und um dieses Thema im Nachhinein, wenn man sich weiter damit beschäftigt, ja, detailliert zu verstehen. Weil der Durchschnittsdeutsche, der versteht unter Dschihad alles umbringen, was sich bewegt, so auf diese Art und Weise. Ja, und wenn man aber den historischen Kontext richtig versteht, wie es zur Zeit des Propheten überhaupt dazu kam zum Dschihad, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ich war jetzt am Wochenende in Münster und da haben wir wieder ein paar Leute getroffen. Und da haben wir wieder ein paar Leute getroffen, die fingen dann an, ja und hin und her. Und da hört man dann oft, ja, die haben Karawanen überfallen und die haben dies und das. Und deswegen muss man diese Sache richtig kennen. So, erstmal, wie kam es zur ersten Stufe des Dschihads? Ja? Es gibt prinzipiell 3 Stufen. Gibt es prinzipiell. Ja? Das ist wieder ein langes Thema. Ich will das nur kurz erwähnen. Später kann man darauf dann detaillierter eingehen. Ja?
Erste Stufe ist die Erlaubnis zum Kämpfen. Am Anfang sollten sie nicht kämpfen. Es war Befehl, dass sie Sabrun, dass sie sich zurückhalten sollen. Ja, das war am Anfang, Sabrun Jamile, und das war am Anfang Kufu Aidiakum, haltet eure Hände zurück. Aber dann kam die Erlaubnis, Punkt 1, mit Sure 22, Vers 38 müsste das sein, in Surat al-Hajj auf jeden Fall, da sagt Allah, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Das heißt, diejenigen, ja, die bekämpft wurden, wer wurde bekämpft? Die Sahaba in Mekka. Denen ist erlaubt worden zu kämpfen, weil ihnen Unrecht zugefügt wurde und Allah hat wahrlich Macht, ihnen zu helfen. Das ist Punkt Nummer 1. Schritt Nummer 2 war die Pflicht zum Kampf gegen diejenigen, die einen bekämpfen. Die Pflicht zum Kampf gegen diejenigen, die einen bekämpfen, das ist Sure 2, Vers 190, wo Allah sagt, قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Das heißt, bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die euch bekämpfen, und übertretet nicht. Okay? Dann der dritte Schritt war, die Mushrikun zu bekämpfen, außer natürlich die, die mit einem einen Vertrag haben, ja, oder diejenigen, die zum Beispiel Dhimmis sind, die unter einem seiner, zum Beispiel einem seinem Land leben, wenn zum Beispiel Juden und Christen in einem islamischen Land leben. Und das ist zum Beispiel auch in Sura Toba, das müsste Vers 29 oder 24 sein. Dort sagt Allah, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ أَيَّدِي وَهُمْ صَغِيرُونَ. Ja, und genau das ist dann auch noch die Gruppe, die Leute, die Jizya bezahlen. Ja. Auf jeden Fall, um darauf zurückzubekommen, das sind diese Stufen, da kann man intensiver drauf eingehen, weil da gibt es auch einige Missverständnisse im ganzen Thema. Auf jeden Fall, wir haben erstmal die Grundposition, wann wurde es offenbart, diese Erlaubnis zum Kämpfen? Der Prophet a.s.w. und seine Sahaba, die wurden in Mekka circa 13 Jahre, weil die ersten 3 Jahre, wo die Phase der Dawa-Siriya war, war es eigentlich wenig, aber kann man auch mitzählen, diskriminiert, gefoltert, teilweise getötet, beschimpft, das komplette Programm. Und wenn heute einer sagt, wir befinden uns in der mekkanischen Phase hier in Deutschland, das übrigens dazu, das ist eine sehr oberflächliche Aussage. Das ist eine sehr oberflächliche und irregehende Aussage, sondern was man sagen kann ist, dass es Ähnlichkeiten in bestimmten Bereichen gibt. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir klar in der medinesischen Periode sind. Zum Beispiel in der mekkanischen Periode gab es keine Ahlul Kitab, beispielsweise mit denen man Kontakt hatte. Gab es keine Munafikun, die gab es erst in der medinesischen Zeit. Ja, die Scharia war nicht komplett gewesen. Ja, du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, wir leben in der mekkanischen Phase, also bezahlen wir keinen Zakat, beispielsweise. Ja. So, das heißt, das ist eine sehr oberflächliche Aussage. Worum es geht, ist, dass wir in einer Situation der Schwäche sind, obwohl ich das nicht gerne Schwäche nenne, weil wir sollten selber von diesem Gedanken loskommen, dass wir schwach sind. Aber natürlich hat man, also wir sind nicht schwach, aber wir sind nicht so stark, wie wir gerne sein würden. Ja? Aber nicht sagen, wir sind schwach. Okay? Weil wir sind nicht schwach. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, so wird Allah euch helfen. Alhamdulillah. So, dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, gab es, und er ist in Medina angekommen. Und wann ist er in Medina angekommen? Das war der 12. Rabi al-Awwal in Medina direkt. 4 Tage vorher, am 8. Rabi al-Awwal, ist er in Kuba angekommen, hat dort die Moschee gebaut, ja. Er ist also Safar, Ende Safar ausgewandert. Man braucht von Mekka nach Medina sind 500 Kilometer. Und der hat ja etwas länger gebraucht. Die sind ja erstmal 3 Tage in der Höhle Hira, in der Höhle im Berg von Thor geblieben. Ja? Haben sich da erstmal versteckt, sind dort, haben dort 3 Tage gewartet. Und das ist eine lange Geschichte. Die haben auch Umwege genommen und so weiter. Jedenfalls am 12. Rabi al-Awwal sind sie angekommen in Medina. Und das Erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, ist, er hat eine Moschee gebaut. Er hat eine Moschee gebaut. Und da sagen manche Leute, guck mal, wie wichtig die Moschee ist.
Und wir sagen auf jeden Fall, die Moschee ist unheimlich wichtig. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Moschee zur Zeit des Propheten, übrigens für diejenigen, die sagen, wir sind in der mekkanischen Phase, in der Zeit der mekkanischen Phase hat der Prophet keine Moschee gebaut. Ja? Jetzt mal als Beispiel. Ja? Also sagen wir zu denen, dann baut keine Moscheen mehr und macht keine Institutionen mehr. Wir leben in der Das wollte ich jetzt, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, um das zu verdeutlichen, dass man es nicht einfach so pauschal sagen kann. Jetzt. Jedenfalls, das war das Erste, was er gemacht hat. Jetzt sagen heute einige, ja, wir haben eine Moschee gebaut. Wer im Diesseits eine Moschee baut, so baut Allah für ihn ein Haus im Paradies. Wir sagen, Jazakumullah khair. Aber die Moschee zur Zeit des Propheten, war kein Restaurant gewesen. Heutzutage viele Moscheen, die werden zum Restaurant gemacht. Und Alhamdulillah, dass wir heute in dem geheimen Dawa-Zentrum Mittelrhein sind. Am Wochenende war ich im geheimen Dawa-Zentrum Westfalen. Und genau so muss das sein. Mietet Räumlichkeiten, ladet die Leute ein. Oder macht das in Wohnungen, ladet die Vorträge runter. Ja? Weil wir müssen damit rechnen, dass die Dawa weiter bekämpft wird. Das ist der richtige Schritt. Auf jeden Fall, um wieder zurück zum Thema zu kommen, das war der erste Schritt. Aber die Moschee muss die Funktion haben, die Dawa nach vorne zu tragen. Die Moschee muss ein Erziehungszentrum sein. Und nicht, dass man Angst hat, dieses, jenes zu sagen. Ja? Dann bleibt die Dawa stehen. Und Brüder, ihr wisst es selber. Schaut euch die Dawa an. Ja, Achi, wie viele Leute kennt ihr, die nicht fasten? Wie viele Leute kennt ihr, die nicht beten? Deswegen habe ich Ihnen ein paar Flyer mitgebracht, die könnt ihr mitnehmen und dann Leute geben, die ihr kennt, die nicht beten, die keinen Plan von der Religion haben. Wie viele Leute leben auf der Iman-Intensivstation? Ach, da bist du nur noch hier mit dem, da bist du noch am, so eine Herzmassage am machen, damit er noch am Leben bleibt. Iman-Intensivstation, ja, ach, es ist so. Und da erzählen uns Leute, ja, nicht so provokant in der Dawa. Ach, unsere Stimme muss gehört werden. Warum heißt Dawa, Dawa? Dawa ist Ruf. Allah hat das nicht umsonst so genannt, Bruder. Jede Ibadah hat eine linguistische Bedeutung. Hajj heißt Qasd, Beabsichtigung. Ja? Salah heißt Dua, ja, weil du Allah anrufst. Zakah heißt Reinigung. Ja, das heißt, die haben schon Sawm, heißt Imsak. Warum? Weil du Imsak machst von al-Mufattirat min tulu' al-Fajr ila ghurub al-Shams. Okay? Ganz einfach. So, und Dawa heißt Ruf. Dawa heißt nicht Hams, flüstern. Warum? Ja, weil die Dawa, um Nutzen zu haben, muss die gehört werden. Muss gehört werden. Und Dawa und Jihad sind zwei Ibadah, wie man so schön sagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Da muss man damit rechnen, dass sich Leute in den Weg stellen. Wer das nicht kapiert hat, dem gebe ich einfach mal den Tipp, einmal den Koran durchzulesen. Aber nicht nur einfach lesen, um zu lesen und die Gedanken sind bei gute Zeiten schlechte Zeiten, sondern lesen und versuchen zu verstehen, was dort ist. Ja, so, das erstmal zur Moschee. Dann das zweite war Verbrüderung der Muhajirun und Ansar und drittes waren die Verträge mit den Juden. Das heißt, der Prophet war ein Mensch gewesen und hier steckt eine große Weisheit drin, der hatte einen Nizam gehabt, der hat ein System gehabt. Der hat alles kontrolliert und organisiert, dann konnte auch am nächsten Tag danach keiner zu einem sagen, hey, das haben wir doch gar nicht abgemacht, sondern er hat die Verträge gemacht und hat sich an die Verträge gehalten, so wie er sie gemacht hat. Und das ist auch der Grund, warum alle drei jüdischen Stämme, Bani Qainuqa als erstes, weil die den Bagger groß aufgerissen haben nach Schlacht von Badr, ja, dann Banu Nadir und dann Banu Qurayza. Alle drei sind im Endeffekt vertrieben worden, okay? So, warum? Weil sie sich an die Verträge gehalten haben. Banu Qainuqa haben einen Muslim umgebracht. Banu Nadir haben geplant, den Propheten a.s. zu töten. Und Banu Qurayza sind den Muslimen in den Rücken gefallen, haben den Quraysh geholfen. Ganz einfach. Alle haben den Vertrag gebrochen und mussten am Ende daran glauben. Und übrigens, Banu Qurayza, da sind die Islamfeinde immer am Heulen. Oh nein, er hat 400 bis 800. Die kommen natürlich immer mit ganz anderen Zahlen. 3 Millionen Juden oder was weiß ich. Ja, die korrekteste Zahl ist inshallah 800 getötet. Ach, die Armen. Die tun so, als wenn das Leute gewesen sind. Die haben vorher nichts gemacht. Die waren vorher ganz friedlich gewesen. Die haben gesagt, können wir noch was für dich tun? Ja,
Nee, das waren Leute, ach, die wollten ihn ausrotten. Die sind in der schwierigsten Zeit bei Rasul Khandaq in den Rücken gefallen. Und vorher hat er schon zwei jüdische Stämme die Chance gegeben, das heißt Banu Qaynuqa und Banu Nadir, und hat sie vertrieben. Und diese Leute von Banu Nadir, die haben die Schlacht von Ahzab und von Khandaq angetrieben. Die haben die Leute von Ratafan, ein bestimmter Stamm auf der arabischen Halbinsel, angetrieben und haben denen sogar Lohn gegeben, dass die Mekkaner angreifen. Das heißt, meint ihr, der Prophet, die vertreibt die jetzt nochmal und dann machen die die nächste Aktion? Aber guck mal, wie fair der Prophet ist. Nachdem die erste jüdische Stamm den Vertrag gebrochen hat, hätte die alle drei direkt vertreiben können. Aber nein, der hat den einen Stamm behandelt, dann den anderen Stamm behandelt und dann den nächsten Stamm behandelt. Das nur mal kurz nebenbei am Rande. Ja? So, dann kam dieser Vers herab, den wir eben genannt haben. Sure 22, Vers 39 gerade, ich habe eben 38 gesagt. Diejenigen, die bekämpft worden sind, denen ist es erlaubt worden, zu kämpfen, weil ihnen Unrecht zugefügt wurde und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zum Sieg zu verhelfen. Okay? Es gibt Überlieferungen darüber, dass das herabgesandt wurde in dem Moment, wo der Prophet ﷺ Mekka verlassen hat und dass Abu Bakr da schon wusste, es wird zum Kampf kommen. Das heißt, das war voraussehbar. Nehmen wir das an, das ist in dieser Zeit passiert. Das heißt, wann? Safar vom ersten Jahr nach Hijra. Weil im Monat Safar haben sie Mekka verlassen. Und sind, haben wir eben schon gesagt, am 12. Rabi al-Awwal sind sie angekommen in Medina. Okay? Nehmen wir das jetzt mal an, das ist so gewesen und das war auf jeden Fall in dieser Anfangszeit. So. Der Prophet a.s. hat dann angefangen, 6 Monate später Saraya zu schicken. Ihr kennt das Wort bestimmt, Ghazwa und Saraya. Ghazwa bedeutet eine Schlacht, wo der Prophet a.s. dabei ist. Und Saraya ist eine Schlacht, wo der Prophet a.s. nicht dabei ist. Aber es gibt eine Saraya, die wird von den meisten Gelehrten als Ghazwa genannt. Das ist Ghazwa Mu'ta. Warum? Weil Ghazwa Mu'ta, manche sagen auch Saraya Mu'ta, aber Ghazwa Mu'ta, weil Ghazwa Mu'ta 200.000 Kuffar, Römer, mit arabischen Alliierten gegen die Muslime gekämpft haben und die Muslime waren wie viele? 3.000. Am Ende sind wie viele gestorben von den Muslimen? 12. Wie viele sind gestorben von den Kuffar? Wissen wir nicht. Aber Khalid al-Walid allein hat 9 Schwerter zu Schrott geschlagen. Von daher können wir uns gut ausrechnen, was dort passiert ist. Und übrigens, die Ghazwa Mu'ta war im 8. Jahr nach Hijra. Das war mit der Schlüssel, warum Mekka erobert wurde und die Quraysh sich nicht gewehrt haben. Weil die haben gesagt, boah, wenn die gegen die Römer so kämpfen, und da waren die 3000, weil damals gab es auch schon die Medien, aber die Medien waren damals Shuara, ja, die Poeten, die von Stadt zu Stadt gegangen sind, die Kunde erzählt haben. Ja, wenn die da mit 3000 Leuten so verfahren sind, wie ist das dann erst, wenn die jetzt mit 10.000 Mann nach Mekka kommen? Ja, deswegen kam es nur zu wenigen Kämpfen südöstlich, soweit ich weiß, wo Khalid al-Walid radiallahu anhu einmarschiert ist. Aber auf jeden Fall. So, jetzt. 6 Monate später, nachdem diese Offenbarung herabkam, nachdem der Prophet a.s. ankam, das heißt, er kam wann an? Wir haben eben gesagt, Rabi al-Awwal. Und im Ramadan im ersten Jahr gab es die erste Saraya. So, Rabi al-Awwal bis Rabi al-Thani ist 1 Monat. Ja? Dann Jumad al-Ula, Jumal al-Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, 6 Monate. In diesen 6 Monaten, ja, muss man erstmal wissen, es gab vorher, man war in einer Kriegssituation immer noch und die Quraysh haben die Muslime bedroht. Es gab insgesamt, kann man sagen, mehrere Bedrohungen, aber sehr signifikant sind 3. Sa'd ibn Mu'ath, wer ist das Sa'd ibn Mu'ath? Das ist der, als er gestorben ist, nach Banu Qurayza, ja, das ist sozusagen der Abu Bakr der Ansar, kann man sagen. Als Sa'd ibn Mu'ath gestorben ist, hat der Prophet a.s. gesagt, und das gibt es keinen, über den das gesagt wurde, achi. Keinen. Ihtazza arshu Rahman li mauti Sa'd ibn Mu'ath. Der Thron Allahs hat gewackelt
Der ist erschüttert wegen dem Tod von Sa'd ibn Mu'adh. Ach, so ein gewaltiger Sahabi war das gewesen, Sa'd ibn Mu'adh. Ja? Und durch ihn haben eigentlich die Aus den Islam angenommen. Es gab zwei große Stämme, Aus und Khazraj, arabische Stämme in Medina. Und durch Sa'd ibn Mu'adh haben die Aus, dieser Stamm, den Islam angenommen. Als er den Islam angenommen hat, sind fast alle gefolgt. Jetzt, dieser Sahabi, Sa'd ibn Mu'adh, und jetzt möchte ich euch eine Sache sagen, Brüder. Hier musst du dich fragen, was hast du getan? Was hast du getan, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich freut, dich zu treffen am jüngsten Tag? Was hast du getan, dass die Engel, ja, dass der Thron wackeln würde? Versteht ihr? Brüder, so, man muss diese Ziele haben. Natürlich, die Sahaba haben eine Huld, das wird man nicht erreichen, aber man darf diese Geschichten nicht so verstehen wie, ja, das waren früher Zeiten, das waren Männer, aber wir, bei uns gibt es nur Chicken Currywurst mit Fritten und ja, wir können nichts ändern. Nee, Leute, man muss anders denken, man muss streben, so zu sein. Es kann auch heute Helden des Islams geben. Es kann heute Helden des Islams geben. Ja, nicht, dass ihr denkt, ja, Salahuddin Ayyubi, was für eine Geschichte, ja, wo ist das Salahuddin Ayyubi von heute? Ich sage das zu den Kurden, die vielleicht hier sind heute. Sei du der Salahuddin Ayyubi von heute. Tariq ibn Ziyad, ich sage zu den Marokkanern, sei du der Tariq ibn Ziyad von dieser Zeit. Ja, zum Beispiel Tariq ibn Ziyad hat Andalus hat er erobert, ja, als Beispiel. Ja, sei du derjenige von dieser Zeit. Seyfuddin Kudus, der die Tataren vernichtet hat. Sei du derjenige von heute. Ibn Taymiyyah, die Leute, die so viel Wissen haben, sei du derjenige von heute. Das ist nicht unmöglich. Das ist möglich. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Diejenigen, die sich auf unserem Weg bemühen, wir werden in unsere Wege leiten. Sa'd ibn Mu'adh, der war in Mekka gewesen und wollte dort Tawaf machen und hat Umayyah ibn Khalaf getroffen. Einer der Ru'asa al-Kufr, einer der Führer des Kufrs. Und in dieser Zeit, man muss davon ausgehen, dass er vielleicht Dawah mit ihm gemacht hat. Das waren Freunde aus der Jahiliyyah. Und dann kam der Pharaon von dieser Umma. Der schlimmste Feind des Islams, der auch bei Reswatul Badr verursacht hat. Ja? Wer kam? Abu Jahl. Und Abu Jahl, der hat dann den Umayyah ibn Khalaf getadelt, dass er seinen alten Freund Sa'd ibn Mu'adh sozusagen empfängt, obwohl die Leute in Medina dem Propheten a.s. Schutz gewährt haben, ja, und ihn aufgenommen haben. Und dann meinte er, dann hat Abu Jahl Sa'd ibn Mu'adh bedroht, ja, und wäre es nicht wegen dessen und dessen, dann würdest du nicht heil nach Hause kommen. Was hat dann Sa'd ibn Mu'adh gesagt? Bruder, und diesen Stolz müssen wir vermitteln. Hat Sa'd ibn Mu'adh gesagt, ach bitte, lass mich. Nee, der hat zu dem gesagt, und dann würde ich daran hindern, dass deine Karawanen nach Scham kommen, nach Syrien. Dass deine Karawanen an Medina vorbeiziehen, oder wie er gesagt hat, und das ist schlimmer für dich. Das heißt, Brüder, die Sahaba waren keine Leute, die sich kleinkriegen lassen haben. Brüder, die waren sauer auf Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, und haben auf den eingeschlagen und ihn gefoltert. Und was sagt der? Ahadun ahad. Da gibt es Überlieferungen, wo er sagt, er hat das gemacht, weil er sich gefreut hat, dass die wütend geworden sind, wenn er gesagt hat, einer. Ja? Das heißt, Bruder, und das müssen wir verinnerlichen, diese Leute. Die zweite Sache war, die in Medina haben nicht alle den Islam angenommen. Und da war speziell eine Person, die ein Riesenfeind war. Und deswegen, wir sollten diese Namen auch lernen, auch von den Feinden, damit wir diese Beispiele immer auf die heutige Zeit anwenden können, weil in der Sira lernst du so viel. Diese Person ist Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Das war der Ra's der Munafiqin dort. Und diese Person, ja genau, la'anatullah alayh, diese Person, ja, warum war der gegen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Weil sie haben eigentlich geplant, ihn zum König von Medina zu machen. Und das war sein Problem, Brüder. Und deswegen müssen wir wissen, dass der Islam meistens aus dieser Richtung bekämpft wird. Der Islam wird meistens aus dieser Richtung bekämpft. Es geht um Macht, es geht um Pläne, es geht darum, achi, wenn der Islam nach vorne kommt, achi, da sind die Alkoholfirmen pleite.
dann steht die Welt auf dem Kopf, Kollegen. Ja, das muss man wissen. Zinsen, Alkohol, Drogen etc. Das ganze Programm. Das muss man verstehen. Und deswegen, im Koran, lesen wir immer die Geschichten der Propheten. Und da liest du einen Propheten, der hat zu tun mit Leuten, die in Fawahish versunken sind. In Unzucht versunken sind, wie zum Beispiel Lut. Du siehst einen Propheten, ja, wo sein Volk mit Geld Probleme hat. Du siehst, und diese Geschichte wird am meisten erzählt, 124 Mal oder 131 Mal wird der Name erwähnt, Musa a.s. Ja, jemand, der mit einem hartnäckigen Volk zu tun hat. Und der mit einem großen Tarut zu tun hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass wir diese Beispiele für die Zukunft brauchen werden. Dass wir uns daran orientieren müssen, wie gehen wir um mit Leuten, die in Unzucht versunken sind. Wie gehen wir um mit Leuten, die mit Geldproblemen versunken sind. Wie gehen wir um mit Tyrannen? Ja, als Beispiel. Und das ist auch etwas, was die Leute, die mit dem Propheten a.s. waren, standhaft gemacht haben. Hat. Und deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, lest diese Geschichten. Lest den Koran. Macht euch Gedanken dazu. Auf jeden Fall, die haben zu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, haben die einen Brief geschrieben und haben dort geschrieben, innakum awaitum sahibana wa inna nuksimu billahi latukatilannahu au latukhrijannahu au lanasiranni ilaykum bi ajma'ina hatta naqtul muqatalatakum. Das heißt, entweder, bitte während dem Vortrag keine Getränke verteilen. Ja? Er sagt, entweder ihr bekämpft den Propheten a.s. oder ihr werft ihn raus oder wir werden zu euch kommen. Wir werden zu euch kommen und wir werden euch bekämpfen, töten und wir werden euch bekämpfen und wir werden eure Frauen vergewaltigen. Das haben die Quraysh dem Abu Abdullah ibn Ubay ibn Salul geschrieben. Und der hat dann Leute organisiert, die wirklich dort eine Thora, eine Revolution machen wollten. Und da ist der Prophet Sassam zu ihnen rausgegangen und hat die gestoppt. Punkt Nummer 3, sie haben einen Brief an die Muslime geschrieben, wo sie sie bedroht haben. Und der Prophet a.s. in dieser Anfangszeit war es so gewesen, dass sie wirklich in dieser, ja, ich will nicht sagen Furcht, aber in dieser Vorsicht lebten. Und der Prophet a.s. hat sinngemäß gesagt, und Aisha berichtet das, sollte ihn doch jemand, wäre gut, wenn ihn jemand, ja, ich habe den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, wenn ihn jemand schützt in der Nacht. Und in dem Moment hört er schon Waffen und dann kommt Sa'd ibn Abi Waqqas und er sagt, ich hatte im Herz gehabt, für den Propheten a.s. Wache zu halten. Und dann kam der Vers herab, Ja, ey, Rasul, belligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama balaghta risalatahu, wallahu ya'simuka min nas. O Gesandter, verkünde offen, was von Allah zu dir herabgesandt worden ist. Und wenn du es nicht tust, hast du die Botschaft nicht überbracht, und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Allah wird dich vor den Menschen schützen, wenn du die Botschaft überbringst. Und dann hat der Prophet a.s. gesagt, er braucht keine Wachen mehr, Allah wird ihn schützen. Alleine, braucht keiner da vorne zu stehen. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Das heißt, um das zu verstehen, das heißt, wir haben gesagt, als der Prophet a.s. zum ausgewandert ist, kam dieser Vers schon herab, dass sie kämpfen dürfen. Jetzt gibt es diese ganzen Bedrohungen und die Quraysh sind bereit und die Quraysh haben zu diesem Zeitpunkt, das ist der mächtigste Stamm, mit welchem Stamm? Mit Thaqif auf der arabischen Halbinsel. Ja. Und die haben Macht in dem Sinne, ja? Das heißt, der Prophet a.s., ein Staat, der sich nicht verteidigen kann, hat keinen Wert. Und hier sieht man auch, wie der Prophet a.s. Dinge herangegangen ist. Es ist wirklich, es gibt ja diesen Michael Hart, der hat ja das Buch geschrieben, die 100 größten Menschen der Weltgeschichte. Und der schreibt in seinem Buch, er hat alle verglichen und Mohammed kam an erster Stelle. Weil er hat das Leben, obwohl er kein Muslim ist, er sagt, wenn du dieses Leben siehst, wie er Sachen sozusagen geleitet hat, wie er an Dinge herangegangen ist, das ist unglaublich. So, er regelt erstmal diese Angelegenheiten, das was wir eben erwähnt haben, Moscheebau, Brüderverbrüderung und
Dann die ganzen Verträge. So, und jetzt, er muss dafür sorgen, dass dieses Land eine Verteidigung hat. Und bei den Arabern damals gab es keine so Berufsarmee. Das war nicht so, dass es eine Organisation in dieser Sache gab. Das hat der Prophet a.s.w. eigentlich nur eingeführt. Und dann hat er angefangen, erstmal in diesen 6 Monaten und danach mit der psychologischen Vorbereitung auf den Kampf, der passieren wird. Denn wenn du die Wahrheit verbreitest, man muss damit rechnen. Achi, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Brüder, verinnerlicht diese Worte. Nochmal, Sure 2, Vers 120. Len tarda ankel Yehude wa len asara hetata tabi'a milatahum. Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 85. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Sie haben nichts an ihnen gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 2, Vers 216 oder 217 müsste das sein, sagt er, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَعُوا. Und sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen, wenn sie können. So, das heißt, dieser Staat entsteht, dieser Staat braucht eine Verteidigung. So, und deswegen gab es erstmal die physische Vorbereitung, psychische Vorbereitung und die physische Vorbereitung. Was war die psychische Vorbereitung? Die psychische Vorbereitung sind die ganzen Hadithe, die erwähnt werden, über die Huld von dem, der auf dem Weg Allahs stirbt. Und wir werden gleich sehen, dass in dieser Zeit schon Hadithe genannt worden mussten, man weiß nicht genau welche, weil es ist nicht so bei den Hadithen, in den meisten Fällen weiß man nicht genau, wann, nicht wie bei den Versen im Koran, wo man weiß, wann das herabgesandt wurde, in welcher Periode, aber manchmal schon, aber hier weiß man es auch. Das heißt, Hadithe, die darüber reden, welche Huld der Märtyrer bei Allah hat. Okay? Und welche Huld der Shahid hat. Und zum Beispiel Hadith, wo der Prophet a.s. sagt, und das wird von Anas berichtet, keiner, der ins Paradies gekommen ist, ma ahadun, يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا شهيد. Keiner, der ins Paradies, überleg mal, was das für, keiner, der ins Paradies gekommen ist, wünscht sich zurückzukommen auf die Erde außer der Shahid. Paradies, die schönste Welt. Ja? Und der wünscht sich zurückzukommen, فَيُقْتَلْ أَشْهَرَ مَرَاتْ. Damit er 10-mal getötet wird, ja? Damit er 10-mal getötet wird, لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. Wegen dem, was er dabei an Karama, an Ehre und so weiter sieht. Kannst du dir das vorstellen? Dann, der findet den Tod nur, da gibt es so viele Huld. Wir brauchen gar nicht auf alles einzugehen, ja? Was er im Paradies alles bekommt und so weiter. Das heißt, er kommt nicht zurück, um einfach hier zu leben, nee, sondern um wieder getötet zu werden. Was das? Und das sind diese Hadithe, die herabgesandt werden. Ein Mensch kommt zum Propheten, Bruder, und wir reden da offen drüber, ja? So, weil das ist nur eine geschichtliche Herangehensweise. Nicht, dass nachher jemand hier, was weiß ich hier, verreist oder so, ja? Da heißt er, Pia Vogel hat ihn motiviert. Ich rede ganz einfach über diese, ja, da lachst du. Das kann ich mir vorstellen, dass du da lachst, ja? Auf jeden Fall, ich meine nur als Beispiel, ne? Einer kommt zum Propheten, a.s.w., sagt, gibt es eine Tat, die dem Dschihad gleichkommt? Da sagt er, ich finde keine, außer jemand, der immer weiter betet und nicht aufhört zu beten und jemand, der immer weiter fastet und nicht aufhört zu fasten. Kann das jemand? Nee, kann keiner. Ja, und da gibt es so viele Hadithe, Brüder, ihr müsst euch mal angucken. Ihr habt bestimmt Riyadu Salihin. Guckt euch mal das Buch von Dschihad an, was dort alles für Hadithe gibt. Da gibt es über 50 Hadithe, nur was hierüber erwähnt wird. Und deswegen der Prophet a.s. heißt auch Nabiul Malhama. Das heißt, der Prophet der großen Schlachten. Ja, und Leute, es gibt Brüder, wisst ihr, was das Problem ist? Nachdem der Khalifstaat gefallen ist, hat man versucht, den Islam als eine Religion für Weicheier zu interpretieren. Ja? Ja, wir lächeln immer, Friede, Freude, Eierkuchen und schlag mich bitte nicht, verstehst du? Pampers, Rocker und Heulsusen, verstehst du? Ehrlich. Und ich sage dir, Achi, Bruder,
Guck mal, ich will morgen über ein bestimmtes Thema reden, inshallah, über Ghazwat al-Hunayn. Ich sage euch nur eins, bei dieser Schlacht, sage ich, hat der Prophet a.s.w. mit seiner Ausstrahlung 20.000 Leute allein in die Flucht geschlagen. Glaub es mir. Achi, alle sind in diese Richtung geritten und der Prophet a.s.w. reitet in die andere Richtung, wo 20.000 Soldaten stehen. Ja, die gerade eben die Leute überrascht haben und fast alle sind am Fliehen. Ja, sogar Sahaba, die richtige Kämpfer sind, wie Salama ibn Akawa. Ja, das ist einer, der gelobt wurde vom Propheten a.s., dass das für ein Kämpfer ist. Ach, sogar der ist geflohen, weil jeder hat seinen schwachen Moment und die haben gedacht, wir müssen uns zurückziehen. Und der Prophet a.s., und wie alt ist der zu dem Zeitpunkt? Das ist die erste Schlacht nach Fath Mekka. Wie alt war der da? Da war der 61 Jahre. 61 Jahre und er reitet auf die zu und sagt, Anna Nebiyula Kadib, Anna ibn Abd al-Muttalib. Ich bin der Prophet, das ist keine Lüge. Ich bin der Sohn oder der Nachfahre von Abd al-Muttalib. Ja, überleg mal. Achi, das ist das, was ich meine. So, und er hat die psychologisch vorbereitet und auch psychologisch vorbereitet, weil sie wussten, was Jannah ist. Weil sie wussten, was die Hölle ist. Und so müssen wir Leute erziehen. Bruder, wenn wir in der Ibadah stark sein wollen, wenn wir in der Dawah stark sein wollen, wir müssen wissen, was Paradies und Hölle ist. Vielleicht ist das Problem bei einigen Leuten, die Dawah-Stopper sind, die sagen, ja, nicht so provokant, könnte sein, dass es Frau Merkel nicht gefällt und so weiter. Ja, vielleicht liegt das Problem, weil sie nicht wissen, was Hölle bedeutet. Ach, wir sind nicht hingekommen, um jemanden zu bekämpfen. Ach, wir wollen mit den Leuten gemeinsam gewinnen, ins Paradies gehen. Wir wollen die warnen. Ach ja, für uns ist es eine große Freude, wenn zum Beispiel Merkel oder wer auch immer Islam annimmt. Oder Berti Vogt zum Beispiel. Ja, ist so. Ja, an dem muss ich auch mal einen Aufruf machen. Vielleicht nimmt er ja Islam an. Möge Allah Berti Vogt recht leiten. Amen. Ja, ja. Da merkt man, dass du auch eine Jahiliya-Zeit hinter dir hast. Ne? So, und zu der physischen Vorbereitung gehörte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, jetzt guck mal, zum Beispiel seinen Sahaben gesagt, sie sollen schwimmen lernen. Schwimmen auf der arabischen Halbinsel, kannst du dir das vorstellen? Ich meine, das ist ja nun nicht gang und gäbe in Mekka, dass dort jemand schwimmen lernt. Aber der wusste schon, diese Ummache, die wird sich verbreiten. Die hört nicht hier auf, wir haben nicht kleine Ziele. Ja, wir haben unsere kleine Moschee in Troisdorf und das war's. Wir sind in Berlin. Oder unsere kleine Moschee irgendwo anders. Ja? Auf jeden Fall, guck mal, sondern die hat Ziele gehabt. Ach ja, bei der Schlacht von Khandak, du musst dir vorstellen, Achi, wo das Herz wirklich bei jedem normalen Mensch nicht nur in die Hose, sondern in die Strümpfe reinrutscht, weil 10.000 zähnefletschende Quraysh und Ratafan vor der Tür stehen. Ach, und alle machen sich Sorgen und die machen einen riesengroßen Khandak, riesengroßen Graben, der 12 Kilometer lang ist, 5 Meter breit und 5 Meter tief. Ach, in dieser Situation gibt der Prophet a.s. die frohe Botschaft. Der gibt nicht die frohe Botschaft, wir werden sie besiegen, habt keine Angst, die werden zurückgehen. Der gibt die frohe Botschaft, dass die Persien erobern, Rom erobern und Jemen erobern. Das ist Motivation. Ja klar. Ach, nicht nur hier, da. 10.000 Leute stehen vor der Tür. Persien, Rom und Jemen. So ein kleines Land. Ach, ich weiß, wie du das vorstellen musst. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, weil das musst du dir ungefähr so vorstellen in dieser Zeit, als wenn Liechtenstein sagt, wir erobern die USA und die Sowjetunion vor 20 Jahren. Wir erobern USA, Sowjetunion und China. Ja, so ungefähr ist das. Und der sagt so, ja, Liechtenstein. Ja, so ungefähr. Das musst du dir mal vorstellen. Und ach, aber das Beste ist, ja, die haben immer gesagt, ja, guck mal, das sind alles die Schwachen, die Armen, die so und so. So haben die Quraysh geredet, bei Irakel, Abu Sufyan, die Armen von uns, die Schwachen von uns und so weiter. Aber diese armen Schwachen, ja, die haben 40 Jahre später die ganze Welt erobert, Kollegen. Und was sagen die jetzt immer bei uns? Ja, das sind die Leute, die haben keine Orientierung, das sind Jugendliche, die einen Weg finden müssen, Hartz-IV-Empfänger, genau dasselbe labern die. Jetzt wartet mal noch 40 Jahre ab. Schade, ist so spät, sonst würden wir mal so richtig Takbir schreien. Ne? Alhamdulillah. Auf jeden Fall,
Jetzt, was waren die Gründe für die ersten Schlachten? Das heißt, diese ersten 8 Zaraya und Ghazawat. Wir haben ihnen gesagt, Ghazwa ist der Prophet, a.s. dabei ist, und Zaria ist wohl nicht dabei. Die Gründe dafür waren erstens Einschüchterung der Quraysh. Bruder, und ihr seid von der Straße, ihr wisst das selber, Bruder, man muss manchmal die Zähne zeigen. Ach, ich glaube es mir. Komm, reden wir Klartext. Komm, ihr kennt es alle. Ihr seid alle Leute aus dem Leben, ihr seid zurückgekehrt. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwo auf der Straße, zum Beispiel auf den Ringen in Köln, ja, wenn du da blöd angemacht wirst und du machst dann so, hey, bitte schlag mich nicht. Bam! Hast du schon die erste sitzen. Hey, super gemein. Pum, da kriegst du den nächsten. Pum. Bis du auf dem Boden liegst und dann treten sie noch alle auf dich rein. Aber wenn du direkt von vornherein sagst, das hast du für Probleme, verstehst du? Wenn du Kraft zeigst, was guckst du? Dann ist es meistens, komm, lass uns Freunde sein, war doch nicht so gemeint und so weiter. Ist es so oder nicht so? Komm. Siehste, sag ich doch. So, und hier, ach, die haben Kraft gezeigt. Die haben den Courage gezeigt. Hey, ihr wollt uns angreifen, hör mal, wir lassen uns nicht so einfach platt machen. Hier, wir haben Leute, und damit haben die ihre Kraft gezeigt, die sind noch schneller. Zweite Sache, Einschüchterung der anderen Kuffar. Ihr müsst euch vorstellen, Medina, das war noch unsicher. Viele Leute stellen sich vor, der Prophet a.s. ist nach Medina gekommen. Ja, viele stellen sich das wirklich so vor. Hijra, bumm, islamischer Staat, auf einmal kamen die Bananen vom Himmel geregnet und alles war super sicher. Nein, das war nicht so gewesen. Die erste Zeit war richtig hart gewesen. Und die haben erst richtig Reichtum auch gehabt nach dem 4. Jahr der Hijra, wo sie Banu Nadir vertrieben haben. Ja? Davor, ach, die haben im Hunger gelebt. Das heißt, das ist auch wieder diese Standhaftigkeit. Jetzt, alles okay? Ja? Ja. Bist du sicher? Okay. Okay, auf jeden Fall, dann geht's weiter. Die dritte Sache ist Geldeinnahme. Ich will sie mit Geld haben. Ja, klar, die haben Karawanen der Quraysh überfallen, um damit Geld einzunehmen. Und das ist ein gut wichtiger Punkt in der Dauer. Damit kommen immer diese Freaks von PE News. Ich habe nicht gesagt, sollst du das Karawanen überfallen oder so wegen wichtiger Punkt der Dauer, sondern damit kommen die immer, ja, das war jemand, ein Räuber, der Karawanen überfallen hat. Völliger Schwachsinn. Achi, welche Karawanen haben die überfallen? Oder wollten die überfallen? Die Karawanen von den Quraysh, die denen alles weggenommen haben. Das heißt, die Leute haben ihre Häuser gelassen, die haben ihr Vermögen gelassen, teilweise ihre Familie war noch da und wurde diskriminiert. Ja, die haben sich damit ihre Sache zurückgeholt. Suhail Rumi, der war reich gewesen dort, der musste alles zurücklassen bei der Hijra. Das heißt, welches Recht haben die? Das zweite Sache ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah 8, Vers 36, und hört euch das an, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Allah sagt, in diesen Vers müsst ihr euch merken, Surah 8, Vers 36, Surah Al-Anfal, Vers 36, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِكُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرًا ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Das heißt, wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, geben ihr Geld aus, um vom Weg Allahs abzuhalten. Das war damals, Leute daran zu hindern, den Islam anzunehmen, den Islam zu bekämpfen. Das heißt, ich nehme denen das Geld weg, was die benutzen, um den Islam zu bekämpfen. Ja, zur damaligen Zeit. Fasayun fi kunaha, und jetzt hört gut zu. Und sie werden dieses Geld spenden. Thumma takunu alayhim hasra. Dann wird es eine Gram für sie sein. Und was wird danach sein, wenn sie das Geld ausgegeben haben, wenn sie versucht haben, den Islam zu bekämpfen? Danach, was passiert danach? Thumma yughlabun. Dann werden sie besiegt werden. Deswegen, Bruder, wenn ihr seht, irgendwo auf der Welt, Geld wird ausgegeben, um den Islam zu bekämpfen, dann sag, Alhamdulillah, warte noch ein bisschen. Thumma yughlabun. Danach werden sie besiegt werden. Das ist der Weg zum Sieg. Erstmal werden sie ihr Geld ausgeben. So, die vierte Sache ist, die Umgebung auszukundschaften. Weil es ist klar, der Prophet a.s. wusste auch schon, die meisten Prophetengeschichten im Koran, die kamen in der mekkanischen Zeit. Der wusste schon, dass er militärisch angegriffen wird. Das ist Sunnatullah, das sind die Herangehensweisen Allahs, was passieren wird. So, und der wusste, der wird angegriffen, die haben schon mal die Umgebung ausgekundschaftet.
Übrigens, der zweite Punkt war Einschüchterung der anderen Kuffar, wie zum Beispiel die Leute, die in Medina waren, die jüdischen Stämme und so weiter, damit die wussten, sie können sich wehren. Ja? Umgebung ausschüchtern. Und fünfte Sache, Training. Training. Das ist eine Art von Training, dass man rumgeht, dass man Sachen auskundschaftet, wie man betet in der Nacht. Das sind natürlich erschwerte Bedingungen. Ja, so. Und jetzt erwähne ich kurz diese ganzen Schlachten, die es dort gab. Okay? Das sind insgesamt 8. Und davon sind es, das sind insgesamt 8 Schlachten dieser Art vor der Schlacht von Badr. Ja? Und davon gibt es 4 Saraya. Was war das nochmal? Das war, wo der Prophet a.s.w. nicht teilnimmt. Und 4, wo der Prophet a.s.w. teilnimmt. Und bei den 4, wo er nicht teilgenommen hat, musste er immer einen Führer über Medina setzen. Und das ist auch schon ein Training für späteren Ernstfall, wenn es richtig eng wird, damit man schon mal dort die Sachen ausgekundschaftet hat, damit man das schon mal erprobt hat. Guck mal, wie schlau. Guck mal, wie schlau, der hat das schon mal erprobt. Jetzt pass auf. Erste Schlacht, so, das war im Ramadan im ersten Jahr nach Hijra. Das heißt, wann habe ich gesagt? 6 Monate, circa nachdem dieser Vers herabgesandt wurde, der Prophet a.s.w. dort ankam. So, 6 Monate danach.